Für alle Yogis, die denken, Yoga kommt aus Los Angeles und die Philosophie dazu von Lululemon, das ist falsch. Yoga ist über 2000 Jahre alt und die Yoga zugrunde liegende Philosophie ist sogar noch älter und in Sanskrit geschrieben. Sanskrit ist nicht aus dem Baumarkt, es ist die altindische Sprache, in der bis heute die sogenannten heiligen Texte der Veden, Upanishaden bis hin zur Bhagavad Gita gelesen werden. Herzlich willkommen zur Yoga-Fernuniversität im Yoga-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und heute spreche ich mit dem Sanskrit-Gelehrten, Yogalehrer, direkten Schüler und engen Freund des großen Desikasha Sriram über die Yoga-Sutra des Patanjali. Die Yoga-Sutra ist für viele Yogis so etwas wie ihre Bibel, steht auf der Leseliste jeder Yogalehrerausbildung. Was sie mit Marx zu tun hat, mit unserer Angst, in den Lift zu steigen, wie wir mit der Yoga-Sutra Liebeskummer loswerden und was man verpasst, wenn man sie nicht liest, jetzt gleich hier im Yoga-Easy-Podcast. Erstmal, spreche ich deinen Namen richtig aus? Es ist richtig gesprochen, wie es in Sanskrit sein müsste, Sriram. Sriram, mhm. Allerdings komme ich aus Tamil Nadu, in unserem Dialekt, in unserer Sprache. Sri gibt es nicht, deshalb heiße ich Sriram. Sriram. Ja, genau. Eigentlich wollte ich dir danken, dass wir uns in Deutsch unterhalten können, weil das ist für mich sehr viel leichter als in all den anderen Sprachen, die du sprichst. Was sprichst du alles? Tamil ist meine Muttersprache und dann Englisch ist fast meine Vatersprache. Also mit ihm bin ich aufgewachsen und dann Deutsch kann ich, ja. Und Sanskrit, das kann ich nur so, um Texte zu lesen, zu studieren und so weiter. Also mit Hilfe von Lehre oder Wörterbuch. Yeah. Aber sprechen tue ich nicht in Sanskrit. Aber nachher werde ich dich einfach dazu zwingen, weil du bist, glaube ich, ein sehr höflicher und freundlicher Mensch, auch was in Sanskrit für uns zu sprechen, damit wir uns mal vorstellen können, wie diese Sprache sich anhört. Denn darum geht es heute. Es geht um einen alten Text, die Yoga Sutra. Wofür brauchen wir die Yoga-Sutra? Du hast sie studiert, du hast sie aus dem Sanskrit übersetzt, du lehrst sie seit Jahren. Warum sollen wir uns mit diesem über 2000 Jahre alten Text beschäftigen? Das ist erstmal, wenn wir an die Geschichte von Yoga denken, das ist die Quelle. Und ich bin überzeugt, dass wir irgendetwas, egal was das ist, nur dann vollständig lernen, wenn wir eine Ahnung zumindest von der Quelle haben, von wo es herkommt. Das ist Geschichte, das ist ein Bewusstsein für was wir tun und was wir lernen. Insofern ist es wichtig, Yoga Sutra zumindest zu kennen, was es ist und um was es da geht. Und nur so können wir wissen, worum es ging in Yoga und worum es eigentlich gehen sollte, wenn es noch Yoga heißt oder heißen soll. Die Yoga Sutra ist eine Ansammlung von, wenn ich mich recht erinnere, so etwa 196 Aphorismen oder so. Ich glaube, da ist man so 195 Aphorismen, die, wie der Untertitel deiner Übersetzung lautet, von der Erkenntnis zur Freiheit führen sollen. Ganz schön dick aufgetragen, Sriram. Mhm. Sag doch einmal, worum es da geht in der Yoga Sutra. Es geht darum, wie wir die Wurzel unserer Probleme erkennen und an Lösungen kommen. Und das kann bedeuten, Probleme wie körperliche Schmerzen oder Sorgen oder Ängste oder emotionale Instabilität. So, was sind meine Probleme? Wo kommen sie her? Und was könnte eine mögliche Lösung sein? Und wie komme ich an diese Lösungen? Das ist die sozusagen eine Zusammenfassung, eine kurze Zusammenfassung von den Inhalten von Yoga Sutra. Die Yoga Sutra, die gliedert sich in vier Kapitel. Ja. Worum geht es in den einzelnen Kapiteln? Im ersten Kapitel geht es darum, dass es um Übungswege geht, die grundsätzlich für Yoga notwendig sind. Da wird definiert, was ist Yoga, was ist grundsätzlich notwendig, wenn man überhaupt Yoga praktizieren will und was ist das Ziel des Yoga. Und im zweiten Kapitel geht es ganz konkret um, was kann man hier als Mensch, der in einer weltlichen Situation eingefangen ist, tun, um diese Ziele zu erreichen oder zu versuchen zu erreichen. Und im dritten Kapitel geht es darum, was alles kann man mittels Yoga erreichen. Das heißt, wenn wir so weit kommen, dass wir unseren Geist lenken lernen,
Richtung Ruhe oder tiefe Erkenntnis oder tiefe Betrachtungsvermögen. Was für Fähigkeiten können wir erlangen und was sind die verschiedenen Übungen, die dafür gibt? Und im vierten Kapitel ist eine Zusammenfassung von was ist grundlegend Yoga, was gehört dazu? Nämlich die Unterscheidung von wer ich bin und wer ich denke, ich sei. Also, die erste Sutra ist schon mal gleich der Hammer. Hatha Yoga Nushasanam. Ja. Sag du es mal nochmal bitte. Hatha Yoga Nushasanam. Hatha Yoga, Yoga Anushasanam. Anushasanam. Aha, du trennst die letzten beiden. Müssen wir nicht. Müssen Yoga nicht. Anushasanam. Ist okay. Richtig. Können wir es nochmal sagen, bitte? Und ihr zu Hause habt das Privileg, ihr könnt es auch richtig laut mit chanten oder singen. Wie sagst du chanten, singen? Wie sagst du das? Ich würde sagen rezitieren. Rezitieren, ja. Ist noch viel schöner. Ja. Genau. Schön altmodisch. Weil, ja, es ist etwas altmodisch, aber es ist vielleicht besser. Okay. Hatha Yoga Anushasanam. So, in diesem ersten Sutra geht es darum, dass wir sagen, man kann nur durch wirklich Tun an Erkenntnis kommen. So Erkenntnis kann man nicht sitzend sozusagen sich ausdenken oder über Reflexion erreichen. Man muss mit der Hand, mit den Händen rein in die Sache, bevor man etwas wirklich erkennen kann. Yoga ist also überall, nicht nur im Yoga-Studio, also zum Beispiel auch im Jobcenter, bei Ryanair, es ist überall. Ja. Auch hier oben in diesem Hochhaus am Rande des Prenzlauer Bergs, in diesem sehr schicken Hochhaus, wo wir auf sowohl die alten Ostberliner Plattenbauten schauen, als auch den Alex sehen können am Horizont. Und die alten Bürgerhäuser aus dem 19. Jahrhundert, auch hier oben im vierten Stock ist Yoga. Hier ist sehr viel Yoga, finde ich, wenn ich mich kurz umschaue. Aber wir gehen zurück zur Yoga Sutra. Jetzt folgt eine Einführung in Yoga, die auf Erfahrung beruht. So hast du diese erste Sutra übersetzt. Warum wird die Erfahrung betont und nicht, sagen wir mal so, wie in der Bibel, am Anfang war das Wort? In Yoga Sutra sagt man, das Wort ist Grundlage für Imagination, für Vorstellung. So, wir stellen uns nicht einen Gott vor, hier in Yoga, sondern wir gehen in die Erfahrung. Was ist Stille? Was ist Ruhe? Davon haben wir ein Bild, basiert auf das Wort Stille oder Ruhe. Das ist aber noch lange, lange, lange nicht Stille oder Ruhe. Man muss in die Stille reingehen, das heißt, werde erstmal still körperlich. Schau mal, wie schwierig es ist, deinen Atem still hinzubekommen. Aber versuch es. Der Versuch selber gibt dir eine Erfahrung von, was Stille sein kann. So, das heißt, wir verlassen uns nicht auf ein Wort, das Stille heißt und irgendetwas bedeutet. Dann bleibt es etwas aus der Imagination, Einbildung, Vorstellung. So, deshalb die Erfahrung sagen, ganz wichtig. Gut, also da ist bereits eine Hierarchie sozusagen immanent. Das ist ganz klar, die Erfahrung zählt mehr und wird höher bewertet als Sprache oder das Vermögen, einen Begriff genau zu fassen und zu analysieren, zu definieren. Dann gleich das nächste, die nächste Sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha, du bitte nochmal. Ja. Nein, erstmal, du musst es nochmal rezitieren. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Nochmal bitte. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Nirodha. Yoga ist der Zustand, in dem die Bewegungen des Chitta in eine dynamische Stille übergehen. Okay. Wie geht das, gleichzeitig dynamisch und still zu sein? Was soll das sein, eine dynamische Stille? Eine dynamische Stille ist eine Stille, die man sozusagen hält. Zum Beispiel, du hast
einen Ball, der ständig rollt. Im Rollen kann es auf einer sehr stillen Art und Weise rollen. Ein Ball aber kann auch stehen in einem Ort und dann ist er still. So, wir reden nicht von so einer Stille, weil der Geist kann nicht still sein wie ein Ball, der still steht irgendwo. Wieder ein Ball, der rollt, kann der Geist nur rollen. Er ist immer im Rollen. Aber in diesem Rollen kann ein Zustand von Ruhe, Stille, von Harmonie oder Gleichmäßigkeit geben. Oder es rollt auf so eine Art und Weise, dass es den Eindruck erweckt, da bewegt sich gar nicht. Also, ich bin ja doch sehr an Sprache orientiert und habe jetzt, während du vom rollenden Ball spielst, die ganze Zeit Las Vegas vor meinem inneren Auge. Also, yeah, kannst du dir einen Yogi vorstellen, der dort in dynamischer Stille Roulette spielt? Gut, wir haben in Las Vegas, dann erinnert man sich sofort an den Pokerfaces, was so sozusagen das Wichtigste ist. Aber ich denke, Pokerface hat auch etwas, was sozusagen wie Yoga anmutet. Aber der Unterschied zwischen Pokerface und Yoga ist, in Pokerface, du bist äußerlich total still. Man merkt an dir gar nichts. Aber innerlich ist voller Regung. Ja? Oh, ich gewinne, ich muss gewinnen und so weiter. So, das ist innerlich nicht still, äußerlich total still. So, hier ist die Stille, genau, geht viel, viel mehr in viele tiefe Schichten in einem rein. So, das ist ein Unterschied. Also, das heißt, wenn ich Yoga praktiziere, in so einen Ort reinkomme, es ist schon enorme Widerstandsfähigkeit oder innere Verwurzelung oder innerlich verwurzelt sein notwendig, dass man das machen kann. Aber es geht. Wir müssen vielleicht nicht nach Las Vegas in einen Spielsalon gehen. Wir können auch in einen Kaufhof hier gehen und ähnlich empfinden oder in der U-Bahn. Oder genau, also wenn wir jetzt hier am Flughafen anstehen oder in einem Kaufhaus sind oder so, dann merken wir natürlich, dass diese innere Stille direkt flöten geht. Ja? Große innere Unruhe, Panik bricht aus. Ich würde denken, bei mehr Leuten, als sie es selber wissen, vermutlich. Yoga versucht trotzdem noch ein paar Attribute für diesen yogischen Zustand, der in diesem zweiten Sutra beschrieben wird, ja, nochmal zu sagen. Also beschreib doch mal diese Stille, diese dynamische Stille. Es ist ein Zustand, würde ich sagen, in dem wir still sind, aber Stille ist ja eine subjektive Empfindung. Das kann eine Einbildung sein. So, diese Stille ist nur dann bestätigt, wenn ich ein ruhiger Betrachter bleibe. Das heißt, das, was sich vor mir präsentiert, die kann ich sehen, so wie es ist. Nicht mit meinen Einbildungen und meiner Geschichte oder meinem Gedächtnis besetzt. So, Stille ist ein Zustand, oder Yoga ist ein Zustand, in dem wir still sind und gleichzeitig wach. So, das heißt, wenn ich still bin in einem sehr umtriebigen Umfeld, das kann eine Stille sein, wo ich meine Augen zu bzw. auch offen habe und mich völlig zurückziehe von der Umgebung und sage, ich bin nicht Teil von dem allem. So, das ist eine Stille, das ist eher Ruhe, entspannt sein. Yoga ist nicht das. Yoga ist so in ähnlicher Weise ruhig bleiben, anders aber Augen offen oder Augen geschlossen, dass wir bereit sind für oder offen sind für das, was vor einem ist, ob es innerliche Gedanken sind oder äußerliche Bilder. Also wir sind in keiner Weise passiv. Wir sind nicht keiner Weise passiv, aber wir lassen uns nicht in Aktivität pushen oder reinzwängen von Impulsen von außen. So ist es möglich. Man kann ein guter Betrachter bleiben. Und wenn man ein guter Betrachter bleibt, ist man still. Wenn man betrachten muss, gut betrachten muss, müssen wir eher still werden. Könnte man sagen, dass man selber den Abstand definiert und selber in der Hand hat, wie nah man an die Welt ranrücken möchte? Geht es auch darum? Es geht darum, nur in Yoga ist es
ist man sich klar, man kann das nicht bewältigen, indem man versucht, sich zu stemmen und sich zu zwängen in so einen Abstand oder in so eine Ruhe. So, das muss über Übungen gehen. Das heißt, nehmen wir mal an den Atem. Der Atem widerspiegelt sehr eng, was im Geist abläuft. Und so, indem wir den Atem betrachten und schauen, wie ruhig oder unruhig mein Atem ist, habe ich eine Ahnung davon, wie ruhig oder unruhig mein Geist ist. Und dann kann ich eben durch entsprechende Atemübungen den Geist auch ruhiger machen, klarer machen, um dann klarer hinzuschauen. Genau. Kurzer Einschub, du hast, bevor du Patanjali studiert hast, sehr eifrig Marx gelesen. Ist das Gegenteil von Yoga Entfremdung? Ich habe mich intensiv mit Marx beschäftigt, bevor ich mich intensiv mit Yoga beschäftigt habe. Und für mich persönlich, Marx ist eine ganz, ganz wichtige Figur. Einfach auch aus der Tatsache, dass durch Marx ich zu Deutsch kam, deutsche Sprache, und dann zu einer deutschen Frau und dann zum Hiersein in Deutschland. Also ohne Marx wäre es gar nicht gegangen. Und zweitens, es ist für mich ganz wichtig, weil ich halte, was immer aufgrund von Marx' Philosophie passiert sein mag, dass er eine ungeheuer klare Betrachtung von Betrachtung von Geschichte und klare Projektion von Zukunft und wie die Dinge laufen und eine sehr klare Projektion von der Rolle von Wirtschaft in unserem Denken, in der Art und Weise, wie Gesellschaften entstehen, ist ungeheuer klar. Und deshalb finde ich Marx ist absolut großer, wichtiger Philosoph. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn in meiner späten Jugend schon konfrontiert bin. Also, und dann wiederhole ich jetzt trotzdem nochmal meine Frage, dass man könnte sagen, das Gegenteil von Yoga ist Entfremdung und Yoga ist eine Art von Verbindung? Es ist eine Verbindung, aber nicht Verbindung mit meinen Problemen. Ja. Da muss man aufpassen, wenn man dieses Wort Verbindung nimmt, mit was man sich verbindet. Ja. So eigentlich, da gibt es zwei konträre Bedeutungen von Wort Yoga. Das Wort in vielen ursprünglichen Schriften, in Upanishads zum Beispiel, in den Upanishaden und in vielen Yoga-Schriften auch, Yoga oft, bedeutet oft Verbindung. Das ist auch eine Wurzelbedeutung des Wortes Yoga. Aber in Texten wie sowohl Bhagavad Gita als auch Yoga Sutra, Yoga bedeutet eher Trennung. Trennung im Sinne von Trennung von der Bindung zu zwanghaftem Denken. Mhm. Sich abzutrennen von zwanghaften Denkweisen. Und darin ist dann auch, da kommt dann auch das Element der Freiheit wieder genau. rein. Genau, ganz, ganz genau. Das zweite Kapitel beschreibt den Übungsweg. Ja. 246, Stira Sukham Asanam. Du bitte nochmal. Stira Sukham Asanam. Das machen wir nochmal zusammen. Stira Sukham Asanam. Oh, herrlich. Die ideale Haltung, übersetzte das, die ideale Haltung ist stabil und leicht zugleich. Sensationell, oder? Gar nicht so sensationell. Wenn ich mich recht erinnere, vor etwa 20 Jahren war ich in Florenz, das zweite Mal oder dritte Mal, weiß ich nicht mehr. Und da haben wir uns vorgenommen, den David anzugucken. Mhm. Da waren wir dann bei David und haben es angeguckt. Das Erste, was mir auffiel, war, die Lässigkeit der Haltung und dann die Stärke und Widerstandskraft, die aus dieser Haltung herauskam. Mhm. Stiram und Sukham. Mhm. Sukham ist diese Lässigkeit, diese Leichtigkeit und so im Körper sich wohlfühlen. Mhm. Und Stira, das ist Sukha. Mhm. Und Stira ist diese Stabilität, diese Widerstandsfähigkeit, diese innere Bereitschaft, ja, sofort zu agieren. Diese Sutra ist relativ populär und auch eingängig für uns Yogalehrer, weil wir
in jeder Asana sozusagen die erfahren können. In jedem Krieger können wir diese Stabilität auch üben, wie die Füße stehen, wie unser Kontakt zur Erde ist, wie nabelabwärts wir wirklich uns ganz tief verwurzeln können und dann nabelaufwärts vielleicht so eine Art Leichtigkeit. Ich sage manchmal sogar so, man könnte dann nabelaufwärts ausflippen. Also das kann, ist eben beides drin. Das können wir in den Asanas wahnsinnig gut nachvollziehen. Mhm. Also wie wenn du diese Sutra lehrst, wie lehrst du die? Sie, für mich ist diese Sutra die Definitionssutra. Nicht für mich eigentlich, so ist es in Yoga Sutra. Das ist die Definition von, was ein Asana ist. Eine Definition von, wohin wir kommen sollen. Der Sutra, der danach folgt, der 47. im zweiten Kapitel, der beschreibt, wie man da reinkommt. So, dieses Sutra ist fast noch wichtiger. Wie heißt das Sutra danach? Prayatna Shaithilya Ananta Samapatti Bhyam. Okay, da finde ich, ist was von Weg die Rede und Prayatna, Übung, nicht? Ja, genau. Prayatna Shaithilya ist eine lockere Übung, eine nicht verkrampfte, nicht überanstrengte, nicht sich aus der Mitte bringende, aber eine intensive, lockere Übung. Kein G12-Abitur. Je nachdem, für manche Kinder ist G12 lockere Anstrengung. Ja? Okay. So, lockere Anstrengung, ja. Das ist herrlich. Ja. Ja. Und dann, das ist aber nur ein Wort, eine Idee. Die zweite ist Ananta Samapatti. Wenn wir... Sag das nochmal langsam. Ananta Samapatti, die zweite Idee. So, Prayatna Shaithilya ist diese lockere Übung. Ananta Samapatti heißt, der Geist ist fokussiert auf etwas Unbegreifbares, auf etwas Unendliches. Ananta. So, das heißt, der Geist ist nicht fixiert auf, das ist mein Gegner, ich werde ihn jetzt schlagen. Das heißt, der Geist ist so auf den fokussiert, dass man nicht wirklich ganz frei sein kann. Ja? So, der Geist geht ganz weit. Nicht einfach bis zum Gegner, sondern bis in die Ewigkeit quasi. Ja? So, das ist eine Haltung, die notwendig ist. Über die nächste Wahlperiode sozusagen. Genau, über die nächste Wahlperiode. Jetzt wechseln wir mal kurz die Strategie und ich werfe dir ein paar Begriffe zu, die so meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach ja, durch die Yoga-Blogs und Journale geistern und die du, weil wir ja nun in Deutschland sind, wo wir alles gerne definieren, bitte kurz definierst für uns. Samskaras, die erworbenen Neigungen, die uns im Wege stehen, also sowas wie ich brauche meinen Kaffee, ich wähle die FDP, ich fahre am liebsten in die Südsee, was ist damit gemeint? Ja, Samskara ist schon Gewohnheiten, die wir sozusagen ganz ohne dabei was zu denken, spontan machen und natürlich sehr oft zwanghaft oder vielleicht auch, obwohl wir es nicht wollen, also lästige Gewohnheiten. Aber Samskara sind auch Gewohnheiten oder Dinge, die wir ganz gezielt, natürlich und selbstverständlich machen, ohne dass wir dabei denken, an was es bringt. Zum Beispiel für Europäer oder Deutsche Weihnachten sind Samskara. Sie machen das jedes Jahr und ob sie jetzt besonders... Weil das Amazon was bringt. Das bringt ja was. Man kommt einfach mit der Familie zusammen, sagen wir mal, ja? Klar, und man macht so ein Samskara auch. Ja. So, Samskara ist nicht unbedingt etwas Negatives im Sinne, aber es ist etwas, Dinge, die wir wiederholt tun. Also, das kann ja theoretisch auch meine Yoga-Praxis als eine bestimmte kann Form des Ritual, kann natürlich ohne problemlos auch so ein Samskara sein. Ja. So, es muss nicht unbedingt etwas Problematisches sein. Ja. Was ist denn nochmal daran problematisch? Problematisch ist, wenn das ein Samskara ist, dann machen wir spontan. Ohne nachzudenken, ohne angeschoben werden zu müssen. Da lauert die Gefahr, dass wir gar nicht wirklich wach sind. Wie du vorhin sagst, für Amazon feiern wir Weihnachten. Ja.
So, wir denken nicht, warum wir Weihnachten feiern. Einfach so. Ich stelle mich zum Ferienbeginn und zum Ferienende automatisch in den Stau, weil ich das jedes Jahr tue. Genau. Okay, das ist einfach, finde ich. Kleschas, ja, übersetzt mit Widerstände, würde ich mal sagen, salopp. Schwierig. Klescher ist ein sehr schwieriges Wort. Das Wort Klescher ist etwas wie das, was ganz tief in uns stört. So ganz tief in mir, was stört mich? Ja, eine Unruhe zum Beispiel, dass ich vielleicht nachts nicht schlafen kann oder irgendwie, dass ich sage, ich will etwas mehr und ich kriege nicht genug oder so. So, wenn wir dieses ganz tiefe Gefühl in uns recherchieren oder nachrecherchieren, was uns so stört, dann sind es ein paar Dinge, sind sehr offensichtlich oder kommen hervor. Eines ist natürlich die Gier, dass wir irgendetwas wollen, was wir nicht bekommen. So, das ist da oder Hass. Aber auch. Es sollte doch das sind so ein paar grundlegende, problematische Dinge, die uns stören in unserem Innersten. Mhm. Das sind die Gleichers. Mhm. Der größte, gut, also jetzt Widerstand gefällt dir nicht, wie sagen wir es dann, Dinge, die einen stören, das größte, womit wir am meisten hadern, was natürlich nicht so auf der Oberfläche präsent ist, ist, wenn ich mich recht erinnere, die Todesangst, die überall schlummert. Kannst du mal so ein ganz simples Beispiel nennen, wo man in welcher Banalität dann in Wahrheit Todesangst steckt? Todesangst kann darin stecken, dass ich sage, oh, ich komme nicht in den Aufzug rein oder ich gehe irgendwo hin, weil es nur mit einem Aufzug hochgeht. Ja. Mhm. So, klar, wir sterben hundertprozentig nicht, wenn wir in den Aufzug gehen. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber trotzdem ist die Angst da. So, es ist unlogisch. Es ist nur ein Ersatzgefühl für diese Todesangst, dieses Gefühl der Angst, das wir haben, wenn wir in den Aufzug gehen wollen. Ja. So, das kann aber viel, viel anders sein. Es kann sein, dass man durch eine Unterführung läuft und denkt, oh Gott, plötzlich kann sein, jemand kommt und stiehlt mir meine Geldbörse. Mhm. So, im Grunde noch ein Beispiel. Ich glaube, wir brauchen noch ein, zwei Beispiele. Wo es nicht sofort auf der Hand liegt. Das Todesangst. Ja. Ja, zum Beispiel, wenn wir ins Schlafen gehen wollen. Mhm. Nachts. Das ist ein Teil unser Problem. Weil wir haben ja nicht die Gewissheit, dass wir morgens aufwachen. Wir haben die Gewissheit aufgrund von Gewohnheit und was wir sehen in der Welt um uns herum. Aber irgendwo tief in uns schlimmert diese Angst. Und wir haben Angst vor diesem Moment, wo wir nicht mehr uns unter Kontrolle haben. Und anstelle diesen Zustand, wo wir die Kontrolle ganz aufgeben im Tiefschlaf, wo wir wirklich regenerieren können, dadurch, dass wir ganz die Kontrolle aufgeben, haben wir eine subtile Angst davor. So, in dieser und vielen anderen Weisen kommt die Todesangst, aber wenn du wirklich banal bist, kann sein, Angst, wenn ein LKW mir gegenüber steht. Mhm. Ja, und ich bin auf dem Fahrrad. Nein, das ist eine relativ berechtigte Angst. Nee, ich meine, weil das LKW steht. Mhm. Der LKW steht, ja. Und man steht. Ja. Ja. Und trotzdem, wir haben da Angst. So, das ist sehr, sehr, sehr präsent in allen möglichen Situationen. Das klingt aber so, als... das klingt ja so, als müsste man, um diese Ängste zu überwinden, einerseits ganz logisch, rationell einfach sie ergründen, woher sie kommen und dann auch mit so Mitteln wie Statistik und Erfahrung einfach dagegenhalten und andererseits so wie beim Thema Schlaflosigkeit, das hier Millionen Leute plagt, auf schlimme Weise, genau das Gegenteil machen, eben gar nicht mit Ratio kommen, sondern einfach dieses berühmte Loslassen. Ja, Bilder mit Bildern, ja, genau. Über 600 Yoga-Videos und vor allem auch großartige Programme bei Schlaflosigkeit mit den besten Yoga-Lehrern in Europa findest du auf Yoga Easy, dem Online-Yoga-Studio. Du kannst uns 2 Wochen gratis und yogisch unverbindlich testen. Einfach auf
www.yogaeasy.de/podcastgutschein gehen und den Gutschein dort einlösen. Okay, dann springen wir gleich zu diesem Begriff, den ich auch gerne von dir noch erläutert haben würde, Vairagya. Spreche ich das richtig aus? Vairagya. Vairagya. Vairagya, loslassen, begreifen, dass nichts von Dauer ist. Ja, so Vairagya, man sagt bei uns, da gibt es diese berühmte Smashana Vairagya, heißt es. Mhm. Smashana Vairagya, Smashana ist eine Verbrennungsstätte. Mhm. So, wenn man in einer Smashana ist, jemand wird beigesetzt oder nach dem Tod verbrannt. So wie diese Stellen am Ganges in Varanasi. Ja, aber es kann auch da, wo wir sind. Also sehr genau vergleichbar mit einem Friedhof in Europa. Ja? So, man wohnt eine Bestattung bei und alle sitzen, oder Entschuldigung, alle stehen still und der Sarg wird niedergesetzt und es wird Erde reingeschaufelt und man steht und jeder ist nicht nur still, in jedem läuft das Bild ab. Ja? So ist das Leben. Ja? Ja. Und jeder hat eine tiefgründige Angst, die sozusagen spricht und ihn zum Schweigen bringt. Mhm. Ich glaube schon, dass das sind so Momente im Leben, wo wir wirklich erfassen, was Vairagya ist. Mhm. So viel ist das Leben. Und ich sitze da und denke, oh, warum hat er das zu mir gemacht und warum habe ich das vergessen und man so weiter. Man zieht Bilanz. Ein bisschen. Bitte? Man zieht ein bisschen Bilanz. Bilanz, ja. Und lacht über diese Wut und Ärger und Sorgen, die man so im Leben hatte, ja, die so alle nichtig sind im Angesicht dieser Empfindung, die man da hat. So, das ist ein Beispiel von was Vairagya ist, diese Empfindung. Okay, jetzt haben wir über Todesangst gesprochen, noch etwas banaler, aber auch wahnsinnig wichtig. Wie wird man Liebeskummer los? Liebeskummer? Ja. Liebeskummer los? Sie, ja, also ich würde sagen Folgendes. Wenn ich eine Person liebe, dann liebe ich diese Person und ich liebe diese Person und fixiere mich geistig auf diese Person. Aber das ist nicht das Wesen der Liebe. Weil wenn ich eine Person sehr intensiv liebe, und das heißt, es wächst in mir Liebe, diese Liebe muss spürbar sein für viele, viele andere. Nicht, dass ich alle anderen Menschen genauso liebe wie diese eine Person. Aber trotzdem, diese Liebe muss sich weiten auf anderes. Nicht nur auf andere Menschen, auf alles, auf vielleicht die gesamte Schöpfung oder das Leben. Und Liebe ist oft so fixiert auf die Person, auf das Gegenüber, in die man sich verliebt, dass es immer ein massives Problem wird, wenn man das verliert. Weil sie eben so fixiert war auf diese eine Person. Und wenn sie nicht so fixiert war, kann man etwas leichter und schneller aufstehen. Ist vielleicht auch manchmal ist diese Liebe vielleicht auch gar nicht mal fixiert auf diese andere Person, sondern auf die Vorstellung, dass diese Person einen auch zurückliebt und dann ist die Fixierung im Grunde auf sich selbst gerichtet. Dann hat man wahrscheinlich sowas wie Narzissmus oder so. Genau, das kann natürlich sein. Die, ja. Absolut, ja. Avidya, Gewaltlosigkeit. Ahimsa. Entschuldigung, Ahimsa. Aha. Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Zu Avidya kommen wir gleich. Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Gibt es da noch was dazu zu sagen? Ja, da gibt es in Bhagavad Gita ein ganz tolles Bild von Ahimsa. Du gehst in die Welt, ohne Angst zu haben vor irgendjemand, aber gehst auch so in die Welt, dass niemand vor dir Angst haben muss. Mhm. So, das wäre eine einfache Antwort, wie man Gewaltlosigkeit praktizieren kann. Ich bin eine Schullehrerin oder Schullehrer. Ich habe keine Angst vor die Kinder, aber ich verhalte mich so, dass die Kinder auch keine Angst vor mir haben müssen. Dann bin ich gewaltlos. Ahimsa ist für viele Yogis auch so eine Art
Erklärung dafür, dass sie vegan oder vegetarisch leben. Sie wollen keine Gewalt gegen Tiere ausüben. Attila Hildmann, ein Superstar unter den Köchen, der vegane Kochbücher schreibt, große Veganer, der große bekannte deutsche Veganer, hat zugegeben oder gibt sogar damit an, dass ihm die Tiere eigentlich egal sind. Er will einfach nur vegan leben, weil er dann hübscher ist und sexy aussieht. Ja? Also ist Ahimsa nur was wert, wenn man es bewusst macht, oder ist es egal? Also ich würde fast das Gegenteil behaupten. Im Sinne, wenn wir anschauen, was Tieren angetan wird und dadurch nicht nur Tieren, auch Menschen und auch dem Planeten, angetan wird, finde ich es total toll, dass so viele Menschen sich vegan ernähren und dass das Veganismus so sich verbreitet. Finde ich total gut. Aber wir haben alle einen Preis dafür, den wir zahlen müssen, wenn wir zu lange und zu nachhaltig uns nur vegan ernähren, weil ich glaube, dass vegane Ernährung gewisse notwendige Stoffe für den Körper und für unser Wohlsein nicht hat. Das heißt, laut Ayurveda oder indischer Medizin oder indischer Kochkunst oder Kochlehren wäre es sehr problematisch, total vegan zu leben. Wie lebst du denn? Ich bin Vegetarier und esse Milchprodukte. Aber mir ist sehr, sehr bewusst, dass die Milch von heute nicht die Milch von vor 100 oder geschweige denn von vor 1000 Jahren ist. Ja. Weil es ist viel, viel zu fett und da sind sehr viele Ballaststoffe drin, die nicht in Milch gehören durch das, was die Kühe fressen. Und wir konsumieren außerdem viel, viel, viel zu viel Menge an Milch. So ist es Milch und dann Butter und dann Käse und etc. etc. Ja. So, es ist die Menge, die das Problem ausmacht. Und ich glaube nicht, dass man ganz lange wie ein ganzes Leben lang nur vegan essen, sich ernähren kann und dass es immer gut gehen kann. Aber gut, wir essen alle so viel Junk. Wegen veganem Essen werden wir uns nicht mehr Probleme einhandeln. Ja, aber ich bin nicht überzeugt, dass veganes Essen einen schlank oder sexy macht. Vielleicht vorübergehend, aber... Also dann hängt dieses Ahimsa, was sozusagen eine Grundlage ist für so einen yogischen Lebensstil, unmittelbar zusammen mit dem nächsten Begriff, den ich vorhin schon genannt habe, Avidya, falsches Wissen, richtig übersetzt? Ja. Da steckt einfach sprachlich drin Sehen, Video oder und A, das A privativo, Timum, also die negative Form, falsches Wissen. Falsches Wissen, was ist falsches Wissen? Fake News? Fake News. No. Falsches Wissen ist, wenn ich Fake News glaube. Mhm. Ja. Und dass ich Wahrheit halte, das ist dann Avidya. Mhm. Ein schwieriger Begriff ist der nächste, Dharma. Ja? Würde ich jetzt mal wahrscheinlich sicherlich falsch mit Pflichtbewusstsein übersetzen, aber es gibt ja auch, glaube ich, eine weitere Komponente in diesem Begriff, dass man eben nicht nur seinen Job erfüllt, sondern auch das Richtige macht oder Hilfe? Nee, ich glaube, da gibt es ein schönes Wort, das in Deutsch auszudrücken ist, ich würde sagen, Aufgabenbewusstsein. Ich sage es deshalb, weil Pflicht... Das ist aber nicht kein schönes deutsches Wort. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Substantiv. Das ist jetzt nicht so schön. Schön, Entschuldigung, du hast recht. Es ist ein zusammengesetztes Substantiv, von mir zusammengesetztes Substantiv. Und stimmt. Aber das Wort Aufgabe ist dennoch gut, weil Pflicht hat immer diese Konnotation von, man ist dazu gezwungen. Finde ich nicht. Also es gibt ja auch die eigenen Pflichten, wie sie Kant formuliert hat, dass man selber sagt, das und das möchte ich machen oder muss ich machen, weil ich das so wichtig finde. Genau, dann wenn wir von, klar, ich denke, es ist auch in der deutschen Philosophie, auch bei Schopenhauer oder so, ja, dass man nicht unbedingt wollen kann, ja, was man möchte, ja.
das ist einem, oder was man will, das ist einem gegeben, ja, oder was man kann. Ja. Moment, das habe ich nicht verstanden, dass man nicht unbedingt kann nicht, wollen kann. Man kann nicht wollen, was man kann, zum Beispiel. Ja. Ich kann nicht, man soll nicht wünschen, das, was man eigentlich könnte. Ja, ich kann zum Beispiel nicht wollen, dass ich ein Musiker sein kann. Ja. Entweder habe ich wirklich eine Neigung dazu und den Antrieb, da mich hineinzubegeben und dafür zu kämpfen, ein Musiker zu werden, aber ich kann es nicht intellektuell sozusagen, diesen Wunsch in mir hegen, Musiker zu werden. Okay, also jetzt haben wir uns aber schon sehr weit von diesem diesem ersten Übersetzungsversuch Pflicht oder Pflichtbewusstsein oder so entfernt, sondern geht es eigentlich darum zu erkennen, was sind meine Talente oder was ist mein inner Call, ja, also was ist so meine Berufung, könnte man vielleicht sagen. Was ist meine Berufung? Und dann habe ich im zweiten Schritt die Pflicht, dieser Berufung zu folgen, so vielleicht? Genau, das Wort Berufung ist viel, viel schöner und viel passender auch zum Wort Dharma. Und nicht zusammengesetzt. Ja, und aber auch dieses schöne deutsche Wort Berufung, da kann man es in zwei Arten und Weise verstehen. Berufung, wozu ich im Leben berufen werde, wenn ich eine Natur von 100 Jahren Leben sehe. Aber man könnte es auch so verstehen, indem man sagt, oh, da ist der Blumentopf gerade am Fallen, ja? Und man steht auf und fängt ihn auf. So, man ist berufen. Man wird geweckt und man wird irgendwie angetrieben, aufzustehen und das zu fangen. So, das heißt, es gibt so viele kleine Sachen, zu denen wir auch gerufen werden. Ja? Mhm. Und wenn wir das nicht auch anpacken, dann werden wir diese eine große Berufung in einem großen Lebensentwurf nicht finden. So, das eine Dharma schließt das andere Dharma nicht aus. Es gibt mehrere Dharma-Formen oder Varianten oder Versionen. Das heißt, zurück zur ganz schlichten oder normalen, gängigen Yoga-Praxis im 21. Jahrhundert. Die Yoga-Praxis hilft in der Form und Weise, wie sie unsere Erkenntnisfähigkeit stärkt, eben dann auch die eigene Berufung oder die eigenen Aufgaben klarer vor sich zu sehen. Und dann vielleicht auch durchzuführen. Das wäre wirklich schön, ja. Nächster Begriff, Karma. Auch ein Begriff, den man überall hört. Wahrscheinlich heißen schon Puddingsorten danach. Alles, was wir tun, kommt zurück. Siehe Plastikmeere, Klimawandel, die Ungerechtigkeiten, Jahrhunderte alter Kolonisierung. Was ist Karma? Das ist schon Karma, Kausalität. Ja. So, Karma bringt diese Idee der Kausalität. Bloß, es ist ein Problem auch in der indischen Gesellschaft, dass dieser Kausalitätsgedanke immer wie ein Verdammnis, wie ein schicksalhaftes Problem verstanden wird in der Gesellschaft. Mhm. Ja? Das heißt, in der alltäglichen, gängigen Sprache. Und somit auch als Ausrede. Und so, nicht nur als Ausrede, und so ist auch dieses Wort und seine Bedeutung in Europa gewandert, in Duden und überall. Mhm. So, eigentlich das Wort Karma in Yoga, in Bhagavad Gita zum Beispiel, wo Karma-Yoga-Begriff geprägt wurde und was im Bereich des Yoga ein ganz wichtiges Wort ist, es geht darum, was kann ich an Karma, an Handlungen angehen oder anpacken, so dass ich neue Denkmuster in mir entwickle. Wie kann ich mein Handeln anders gestalten, so dass ich auch menschlich mich anders entwickle? So, Karma, durch mein Handeln beeinflusse ich den Geist. So, das ist der wichtigste Begriff, die wichtigste Bedeutung des Wortes Karma. Durch mein Handeln beeinflusse ich meinen Geist oder auch mein Bewusstsein. Gilt das auch umgekehrt? Durch mein Bewusstsein bestimme ich, wie ich handle? Natürlich. Es gibt beides. Es gibt beides. Deshalb ist Karma sehr wichtig. Und wenn man da Karma nur nimmt im Sinne von einem Verdammnis, von einem Schicksal, dann ist es, oh, ich habe das gemacht und deshalb haben wir jetzt die Suppe. Mhm. Immer als die schlechten Sachen, die wir gemacht haben. Mhm. Aber in Yoga ermächtigen wir die Menschen,
mit der Macht, die Dinge in die Hand zu nehmen und sagen, tu das Karma, handle anders und dann hast du eine andere Folge. Das spürst du ja sehr schön in Yoga-Klassen, wenn Leute zum ersten Mal eine Armbalance üben. Ja, ganz simpel, einfach das Gewicht verlagern, den Fokus ein bisschen verlagern und dann tatsächlich mal für ein paar Sekunden die Füße hochheben. Das ist ja so eine Form von Ermächtigung, die man unmittelbar spüren kann. Also eigentlich könnte man mit dieser dringend notwendigen Handlungsnot, die wir an so vielen Punkten gesellschaftlich haben, kann man das eigentlich wunderbar in der Yoga-Praxis üben und auch spüren. Als Gruppe. Auf Körperebene, ja klar. Auf Körperebene. Naja, eben nicht nur auf Körperebene, sondern ich finde, das merkt man doch, wenn jemand wirklich zum ersten Mal auch einen Handstand hinkriegt. Ja? Füße an der Wand spielt gar keine Rolle. Oder eben eine Krähe, eine Armbalance. Dann ist doch hinterher, spürst du doch genau dieser Funke, wie der eben sozusagen durch alle Ebenen sprüht. Ich kann das, ja. Wir können das. Ich kann das. Wollen wir einfach mal Angie zitieren? Wir schaffen das. Wir schaffen das, ja. Ja, genau. Wir schaffen das. Ja. Das ist möglich. Aber dafür müssen wir tun. Das ist der wichtige Punkt, ja. Weshalb Angie kritisiert wird, ja. Zu Recht oder Unrecht. Das bleibt, lass uns offen lassen. Wir schaffen das. Aber dafür müssen wir was tun. Es langt nicht, das nur zu behaupten. Wir müssen es und vor allen Dingen langt es auch nicht, es einmal getan zu haben, sondern wir müssen es immer wieder tun. Ganz genau. Und dann sind wir bei dem anderen Sutra, über das wir schon gesprochen haben, dann sind wir wieder bei Stidam. Also, dass wir stabil und fortlaufen. Ja, oder auch, dass wir sowohl lässig, aber auch eben mit Disziplin vielleicht üben. Asana, Yoga-Haltung, Yoga-Übung, Sitz, eigentlich wörtlich übersetzt? Wörtlich übersetzt heißt es Sitz, ja. Es kann ein Sitz im Sinne von einer Haltung heißen, aber auch ein Stuhl oder ein Sofa, ein Sessel. So, das sind alles Asanas. So, das ist ein ganz wichtiges Konzept, weil wenn du zum Beispiel in Reliefs, in Skulptur, in der Kunst in Indien siehst und auch in den Mythologien, Menschen, wenn sie sich in eine Versenkung begeben haben, es kann zum Beispiel eine religiöse Versenkung sein oder auch eine Versenkung im Hinblick auf einen weltlichen Wunsch sein, die gehen sofort in eine gewisse Pose. Das heißt, man kann nicht im Sessel sitzen, Ellbogen, Armlehne und Hand am Kopf, und sich was wünschen. Wenn sich etwas wirklich tief wünschen will, dann muss man ganz aufrecht sitzen und die Körperhaltung muss sehr stabil sein. Es muss aus dem tiefen Inneren kommen, dieser Gedanke. So, das heißt, die Körperhaltung ist ganz wichtig, wenn du ganz tiefgründige Sachen andenken, denken oder überhaupt tun willst. Deshalb ist Asana eine ganz wichtige Idee in der indischen Kultur gewesen. Das ist auch wirklich eine ganz schlichte, umwerfende Ansicht, dass du im Grunde deine Yoga-Praxis schon einfach im Meditationssitz, wie du den Sitz findest, also im ersten Schritt zur Meditation, finde deinen Sitz, kannst du eigentlich schon, da ist schon alles drin. Genau. Wie du dich hinsetzt, wie du dich aufrichtest. Und das kann man ja auch Leuten, die sagen, nee, also Yoga ist nicht für mich so und ich mache lieber Crossfit, was auch immer, Dings. Kann man denen sagen, setz dich einfach, jetzt atme mal und nutz die Atmung, um dich aufzurichten. Und da muss man eigentlich auch gar nicht mehr sehr viel sagen, das spürt dann jeder. Siddhis, ja? Siddhis? Siddhis. Siddhis. Sag's nochmal. Siddhi. Ja. Übersetze ich jetzt mal auch wieder sehr oberflächlich mit den Geheimwaffen im Yoga, das, was jeder haben will, richtig? Oder das sind doch so, wie sagst du denn? Besondere Fähigkeiten, ja.
Okay, nenn mal ein paar für all die Leute, die deshalb Yoga üben wollen. Was winkt uns da? Was ist da zu gewinnen? Man kann sozusagen andere Menschen sehr eingehend verstehen, Empathie empfinden für sie zum Beispiel. Ja? Nicht jetzt im Sinne von, oh, ich verstehe und ich bin, aber wirklich fast sich hineinversetzen in die andere Person. Das ist aber nicht unbedingt eine Waffe, das kann auch eine ganz schöne Bürde sein, denn du spürst dann das Leid der anderen so tief, dass du dann eigentlich im zweiten Schritt schon wieder überlegen musst, okay, und wie geht's jetzt weiter? Das ist aber kein CD dann in dem Fall. Nein, das heißt, das ist wie, ich stecke meinen Kopf irgendwo rein, wo ich eigentlich hätte es noch gar nicht reinstecken dürfen. Ja? Mhm. Und diese Fähigkeit ist da, dass du da reingehen kannst, ist nur da, weil du sowieso einen großen Abstand, inneren Abstand hast. Ja? So dieser innere Abstand ist die Grundlage für die Entwicklung eines solchen Siddhi. So ein Mensch, der diese Siddhi hat, also diese Fähigkeit, in sich in eine andere Person hineinzuversetzen, als ein Siddhi, diese Person kann da reingehen, ohne sich dabei zu verletzen oder sich dabei brüchig oder fragil zu machen. Das heißt, auch hier finden wir wieder diese grundsätzliche oder diese wichtige Stabilität und Verwurzelung, die man braucht, und nur von der aus kann man dann diese Fähigkeit kultivieren oder auch üben. Ja, genau. Mhm. Und das ist das sind keine Fähigkeiten, die man über Überlegungen, Nachdenken und auch eine intellektuelle Reflexion erreichen kann, sondern nur aus der Stille. Mhm. Das heißt, in der Stille sein und sich versenken und dadurch an solche Fähigkeiten kommen. Mir ist jetzt ein bisschen unwohl, weil wir sitzen uns ja hier gegenüber. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast diese Fähigkeit. Also du kannst jetzt mein Bewusstsein lesen, du kannst mich problemlos manipulieren. Ich fühle mich jetzt ein bisschen komisch. Ich werde, wenn ich diese Fähigkeit hätte und ein guter Mensch bin, sie nicht ausnutzen. Nicht nur, weil ich ein guter Mensch bin, sondern in dem Augenblick, wo ich sie ausnutze, diese Fähigkeit, verliere ich diese Fähigkeit. Moment, das wäre so, wie wenn du jetzt, ich gehe schnell hier aufs Klo und du scrollst kurz durch mein iPhone, würdest du auch nicht machen, oder? Du guckst nee, natürlich kurz in mein nicht. Tagebuch. Ja, genauso wenig wie das andere, genau. Okay. Brahmacharya, Sharon Gannon, meine Lehrerin, Jivamukti, Co-Gründerin, ja, hat das sehr schön mit Better Sex übersetzt. Eigentlich heißt das altmodisch sowas wie kein Sex oder Zölibat. Wie würdest du das übersetzen? Das ist mehr als Sex, Better Sex oder No Sex. Es ist, Sex ist nicht die einzige Beziehung, die wir zu anderen Menschen haben. Obwohl, wenn du an alte psychologische Wurzeln gehst, ja, Libido ist alles sagend oder willenreich und all diese Frühpsychologen. Und dennoch, unsere Beziehung zu Menschen, da die Sexualität mag eine allgemeine Rolle spielen in sämtlichen Beziehungen, ja? Aber dennoch, hier geht es nicht um diesen sexuellen Anteil der Beziehungen, sondern überhaupt um Beziehung zu anderen Menschen. Mhm. Das heißt, auch in der Sexualität, aber auch in jeder anderen nicht sexuellen oder weniger sexuellen Beziehungen im Gegenüber einen Brahman, einen Wahrheitssuchenden zu sehen. So in jedem siehst du einen Brahman. Brahmachari. Chara heißt Bewegung. Das heißt, man bewegt in diesem Bewusstsein von Brahman, dass man in jedem einen Brahmasuchenden sieht. So, egal ob du sexuellen Verkehr mit einer Person hast oder eine sexuelle Beziehung zu einer Person hast oder eine asexuelle Beziehung zu einer Person hast. Das ist so die Würde, wie man jetzt hier vielleicht so eine Grundsatzidee, die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Mhm. In diesem gleichen Sinn, du betrachtest jeden Mensch in diesem Bewusstsein, dass jeder ein Wahrheitssuchender ist. Ja? Und das ist seine Würde. Das gefällt mir viel besser als Übersetzung.
Brahmacharya ist eine der Tugenden, die eben auch in der Yoga Sutra beschrieben ist, die man sich erwerben sollte. Mhm. Das vierte Kapitel heißt Befreiung. Mhm. Nein, vorher müssen wir noch was anderes kurz erklären. In der Yoga Sutra wird auch der achtgliedrige Weg genau beschrieben, der von Asana von den Tugenden angefangen, über verschiedene Schritte, eben acht Schritte zu Samadhi führt, dem Art, da läuft man dann durchs Ziel. Im hinteren Teil, also wenn man schon relativ weit nahe am Ziel ist, kommen Pratyahara, Dhyana, Samadhi. Pratyahara, übersetzen wir immer mit Rückzug der Sinne. Mhm. Kann man auch sehr schön in der Yoga-Praxis erfahren. Die meisten machen dann einfach mal die Augen zu, die Handflächen nach unten. Und das ist schon ein ganz, ganz funktionaler erster Schritt. Dhyana wird dann übersetzt mit einer fokussierten Art von Meditation und Samadhi dann eben Hilfe, also das will ich jetzt gar nicht versuchen zu übersetzen, aber Pratyahara, Dhyana, Samadhi, wie kann man die noch anders auseinanderhalten? Was habe ich da vergessen? Dharana kommt als Dharana kommt als noch. Dharana kommt vor Dhyana. Pratyahara, Rückzug der Sinne. Kannst du die noch mal kurz hier noch mal auseinanderhalten und übersetzen vielleicht? Ja, so Pratyahara bedeutet, dass wir bevor wir überhaupt anfangen können, richtig tief als Subjekt, als Betrachtendes etwas zu werden, bevor wir das angehen können, wir müssen erstmal eine Art von Unbeeinflussbarkeit in uns schulen. Mhm. Das Problem ist, kann ich die Augen offen halten, ohne zu sehen, im Sinne von sehen als eine Aktivität, weil die Augen sind ja passiv. Man macht die Augen auf und da kommen passive Bilder. So kann ich die Augen offen lassen und passiv bleiben? Kann ich die Ohren offen lassen und passiv bleiben? Das kann ich ja nicht. Das heißt, ich muss die Vögel oder die Geräusche oder was immer, den Wind hören. Ich muss es nicht hören, aber ich höre sie. Ja? So, ich kann es nicht stoppen, dass mein Geist über die Sinne, über die offenen Sinne Informationen reinnimmt. So, das Augen schließen und mit ihm auch versuchen, mental die anderen Organe zu schließen, ist eine Übung, um zu überlegen, wie beeinflussbar wir von äußeren Bildern sind. Ja? Wie schnell unser Geist anknabbert, ja? Wie ein Fisch. Das ist also eigentlich im Grunde erstmal so ein erster Scan, so ein Check-up. So, wie sieht es eigentlich aus? Also wie stark beeinflussbar bin ich? Also wie stark nimmt mich die Welt in all ihrer Wucht mit? Genau, dass wir eine Art von Defense-Mechanismus, Schutzmechanismus uns in uns kultivieren, wo wir nicht so habbar sind, dass unser Geist nicht so habbar ist für die äußeren Reize. So, das habbar? Zu haben. Zu haben ist. Zu haben ist, Entschuldigung. Zu haben ist für die äußeren Einflüsse. Und wenn wir das geschult haben, dann ist es anders, wenn wir die Augen öffnen und auf einen Punkt gucken. So, das heißt, da ist mehr Bestimmtheit von innen, wenn ich auf etwas schaue. Diese Bestimmtheit, mit der du auf etwas schauen kannst, ist notwendig für eine tiefe Meditation. So, aber für diese tiefe Meditation, wenn du diese Pratyahara geübt hast, natürlich, du musst schauen auf eins und nicht auf hunderten von Sachen. Deshalb ist die Übung, erste Übung fokussiert, konzentriert auf einen Punkt oder ein Thema oder einen Gegenstand oder einen Gedanken. Mhm. Ja, zu schauen, das ist Dharana. Und mit Dhyana kommt dann eigentlich wieder... Dhyana ist eine höhere Stufe, könnte man sagen. Und da kommt dann eigentlich wieder so ein Element der Weite dazu. Element der Weite dazu und auch ein Element der Passivität dazu. Weil Dharana, Konzentration, ist eine aktive Beherrschung der ablenkenden Gedanken oder der ablenkenden vielen schönen Möglichkeiten auf eine Möglichkeit, auf ein Thema. So, es ist anders, wenn ich sehr konzentriert Musik höre,
das ist eine schöne Sache, aber wenn ich sehr konzentriert Musik höre und dabei mich ein bisschen zurücknehme und die Musik sprechen lasse, während ich konzentriert bleibe, dann bekomme ich eine andere Beziehung zu der Musik. Das heißt, ich bin konzentriert bei der Musik, aber ich lasse die Musik sprechen. Und es ist nicht, als ob ich die Musik halte, sondern die Musik hält mich mit. Das ist dann deiner Meinung nach? Dhyana, genau. Okay. Deswegen kann man im Grunde, das kann man sehr, sehr schön eben nicht nur in der Yoga-Praxis erfahren, sondern in Wahrheit bei den beliebten Waldspaziergängen, die wir Deutschen so gerne machen. Mhm. Oder wenn wir einfach mal eine Cicero-Rede übersetzen oder was weiß ich. Genau, über Wort reflektieren. Wort ist ein fantastisches Thema für die Reflexion. Naja, Lyrik. Also, oder Lyrik, okay. Ja, genau. Und jetzt einfach schnell noch Samadhi am Schluss. Ja, Samadhi ist, geht in die gleiche Richtung. Wenn, weil du gerade Lyrik erwähnt hast, manches an Lyrik hat es in sich, wenn du es vielleicht verstehst, dann hast du das Gefühl, du hast nicht dieses Stück verstanden, du hast den gesamten Kosmos verstanden. Mhm. Ja. Also das Verständnis löst sich vom Gegenstand und wird dann, okay. Ja, das vierte Kapitel heißt Befreiung. Kaivalya ist mehr als Befreiung. Kaivalya ist fast etwas Selbstständigkeit. Wie sollen wir Selbstständigkeit im 21. Jahrhundert, wo es die Gig-Economy gibt, wo niemand mehr angestellt wird, wo die Leute irgendwie von Monat zu Monat überleben müssen, mal besser, mal schlechter, wie sollen wir Selbstständigkeit als was Tolles verstehen? Warum wollen wir das? Gott, doch. Wenn wir heute sagen, ich möchte frei sein, frei von was? Frei von den Einflüssen, die wir nicht mögen, weil sie uns das Gefühl geben, dass sie uns einengen und wir nicht uns sein können. Ich meine in diesem Sinn selbstständig, dass diese äußeren Einflüsse nicht nur können sie mir nichts anhaben, ich lasse auch nicht zu, dass sie mir was anhaben, okay. Diese Kraft zu besitzen. Unterschied zwischen deiner Definition von Selbstständigkeit und Narzissmus? Oh, es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, weil der Narzissmus ruht auf die Überzeugung, dass es aus mir kommt. Dass ich hier, der Sriram, der Yoga übt, sich in eine Selbstständigkeit hineinarbeitet. So, schau, ich habe es hinbekommen. Das ist sehr problematisch, weil dieser Sriram, dem geht es heute gut. Morgen liegt er vielleicht im kranken Bett. Dann hat er nicht mehr diese Widerstandskraft. Dann geht es nicht. So, diese Selbstständigkeit muss aus einer ganz anderen Überzeugung kommen, als die Überzeugung über das eigene Ich oder über das eigene narzisstische Selbst. Du hast ja hast jetzt lustigerweise das eigene Ich mehr oder weniger auf eine Stufe mit Gesundheit und Lebensumstände und so weiter gestellt. Ist so für dich? Ja, ich meine, dass wenn wir krank sind, können wir dieses eigene Ich nicht so aufrecht halten. Es ist schwierig, weil es mir wehtut, dann fühle ich mich schlecht. Ja? Mhm. Auch wenn ich die halbe Erde besitze. Welcher Gedanke tröstet uns dann? Diese Form von Selbstständigkeit wie eine Art von Unabhängigkeit von Schmerz? Das ist nicht wir können nie wirklich unabhängig werden im Sinne von nicht mehr Schmerz spüren. Aber Schmerz zu spüren oder Schmerz sogar zu haben und dennoch an seinen Kern halten zu können, dass man sagen kann, oh, da ist der Schmerz, spielt jetzt massiv mit meinem Körper. Und dass man in diesem Sinn irgendwo in den Betrachter bleibt, dieses Schmerz. Das ist ja, sagt ja die Schmerzforschung, wenn ich den Schmerz anfange zu beobachten, wenn ich ihn erstmal anfange zu beschreiben, dann wird er erträglicher. Genau. Was verpassen Yogis, die Sutra nicht lesen?
Und stattdessen Handstand für Instagram üben. Ich würde sagen, das ist gar nicht Yoga. Das ist Neo-Yoga. Es hat vielleicht irgendetwas, was mit Yoga zu tun hat, aber es ist ein Neo-Yoga. Weil auch wenn du die Idee von Sthira Sukham Asanam, diese Definition von Körper nimmst, ja, die du vorhin als Frage gestellt hast, Handstand ist nicht Yoga, wenn es diese Qualität des Sthira Sukham nicht zum Ziel hat. Und wenn du die Qualität des Sthira Sukham hast, Sthira Unsukha, dann bist du gleich beschäftigt damit, wie bleibst du, erhältst du diese Stabilität? Wie erhältst du diese Stabilität, ohne in einen Schmerz reinzukommen oder in ein krampfhaftes Halten hineinzukommen? Oder in eine verbitterte Enttäuschung, eine verbitterte, weil du es wieder nicht geschafft hast. Genau. Oder wie kannst du ruhig entspannt bleiben, ohne einzusacken, ohne kraftlos zu werden, in einer anderen Haltung oder sogar in der gleichen Haltung. So, das ist ein komplexes Balance-Spiel des Geistes, nicht rein zwischen Hände und Füße oder so. Ja, spielt alles zusammen. Was gewinnt man, wenn man die Yoga-Sutra nicht nur liest, sondern rezitiert? Das ist, wenn man sich mit dem Text eingehend auseinandersetzen will und dann ist es ganz gut, den Text auswendig zu kennen. Es ist ein Unterschied, wenn man zum Beispiel ein Gedicht auswendig lernt, das ist eine andere Freude, obwohl man die Aussage des Gedichts kennt, wenn man es rezitieren kann. Es ist was, nochmal was Schönes hier. Okay, also für uns alle, wir suchen uns ein paar Sutren aus, die uns besonders gefallen und die lernen wir auswendig. Zum Beispiel wäre es nicht schlecht. Ja, genau. Das wäre eine gute Idee. Wo siehst du Patanjali weiterleben im Yoga des 21. Jahrhunderts, außer bei Shivamukti? Wo ist Patanjali heute zu Hause, außer bei dir, bei Shivamukti? Ich meine, wirklich, spielt er eine Rolle? Oh, das weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht beurteilen, wer, bei wem Patanjali überhaupt so weiterlebt. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Wir, in Indien haben wir nie diesen Text Patanjali genannt. Patanjali war der Verfasser. Wir haben ihn Yogasutra genannt. Und wir nennen es weiterhin. Wenn ich mit indischen Kollegen spreche, dann reden wir von Yogasutra und nie von Patanjali. Hast du dir jemals eine Vorstellung davon gemacht, wer Patanjali war? Spielt diese Autorenschaft überhaupt irgendeine Rolle für dich? Ich glaube, diese Autorenschaft ist nicht wichtig. Ja. Es ist vielleicht auch wie bei Homer, in Wahrheit sind es mehrere, spielt keine Rolle, oder? Ja, genau. Okay. Deine Lieblingssutra, und bitte rezitiert. Aparigrahasthairye janma kathamta sambodaha. Aparigraha, Gier? Aparigraha ist nicht Gier, ist Besitz. Besitz. Gier. Also sag noch mal, rezitiere es bitte noch einmal. Aparigrahasthairye janma kathamta sambodaha. Nochmal. Aparigrahasthairye janma kathanta sambodhaha. Aparigraha bedeutet nicht zu viel haben wollen. Und wer sich festigt in das nicht viel haben wollen, erfährt, was seine Quelle ist, wo er herkommt. Das heißt, wir sind als Menschen, die so viel im Überfluss haben wollen, dass wir dabei sind, zu vergessen, was unsere Herkunft ist. Wie schwierig wir als Menschen gehabt haben, überhaupt Mensch zu werden oder dieses Menschendasein zu bekommen. Ja. Würde das bedeuten im Umkehr. So, ich denke, es ist ein wichtiges Sutra für mich, weil das ist so eine zentrale Botschaft für unsere Zeit, in der wir alle so ein
so diesen komischen Magenschmerzen haben, auch wenn wir es gar nicht so negativ sehen wollen, dass die Dinge ziemlich problematisch sind um uns. Ja? Klar, jede Generation, jedes Zeitalter sagt, oh, früher war es alles besser, vielleicht ist es ähnlich, aber dennoch, die Probleme sind doch, weil wir so globalisiert leben, wie wir jetzt leben, die Probleme sind auch viel, viel globalisierter und insofern viel problematischer, glaube ich. Und das hat alles sehr viel mit Konsum zu tun. Ja, das hat alles sehr viel mit Konsum zu tun. Das heißt, die Yoga Sutra ist kein Text, der sich mit der Vergangenheit beschäftigt, in Wahrheit. Und die Beschäftigung mit der Yoga Sutra ist auch kein Umweg, sondern in Wahrheit führt die Beschäftigung mit diesen einzelnen knappen Sätzen direkt in die Gegenwart. Glaube ich, ja. Wobei, ich möchte das nicht auf so eine negativen Stimmung oder mit so einem problematischen Gedanken beenden. Deshalb möchte ich gerne einen Satz aus dem Yoga Sutra auch wieder erwähnen. Das heißt, beschreibt Abhyasa. Das ist ein wichtiger Gedanke. Tatrasthitau yatno Abhyasa. So, das heißt, Abhyasa ist ein unablässiges Dranbleiben. Mm. Das ist so die Grundtugend, die man braucht, um Yoga zu üben. Ja? So, wir müssen unablässig dranbleiben. Aber dieses unablässige Dranbleiben als Abhyasa heißt konstant neu beginnen. So, das Wort Abhyasa heißt konstant neu beginnen. Und das heißt, wir müssen jeden Augenblick, wie als würden wir ganz neu beginnen, die Dinge tun. So, wenn wir so tun, dann haben wir immer eine Offenheit, immer die Sinne offen. Wir sind wach und sind auch bereit, die Dinge zu tun, weil die nicht langweilig sind. So diese Art von Bereitschaft, immer wieder die Dinge auf ganz neue Weise, wie eine ganz neue Aufgabe zu tun. Das ist eine ganz wichtige Tugend, mit der wir sehr weit kommen können. Das ist ein großartiges, bewegendes Schlusswort. Also ihr habt es gehört, konstant neu beginnen. Ich würde sagen, lässig dranbleiben. Die Yoga Sutra lesen, rezitieren, am besten mit Sri Ram. Sri Ram, vielen Dank. Das war eine allergrößte Freude für mich. Danke dir, Christi. Ich hoffe, ihr habt Sri Ram, also Sri Ram, ebenso gerne zugehört wie ich. Wenn ja, freue ich mich, wenn ihr mir unter dieser Podcast-Folge einen Kommentar hinterlasst, mir vielleicht verratet, was ihr über die Yoga Sutra denkt. Meditationen, Programme bei Schlaflosigkeit für Loslassen und überhaupt Gesundheit, über 600 Yoga-Videos findet ihr auf Yoga Easy, dem Online-Yoga-Studio, und ihr könnt es sogar 2 Wochen gratis unverbindlich testen, einfach auf www.yogaeasy.de/podcast-gutschein gehen und dort den Gutschein einlösen. Bis zum nächsten Mal, bye bye.